1909 begann der Bau der Titanic im irischen Belfast. Sie sollte das luxuriöseste und sicherste Schiff auf den Meeren werden. Der Bau der Titanic begann 1909. Die Konstruktion verfügte über Sicherheitsvorkehrungen, die für die damalige Zeit neu und innovativ waren, was die Medien dazu brachte, sie als unsinkbar zu bezeichnen. Die Erbauer und der Eigner prahlten auf der Jungfernfahrt, dass die Titanic in drei Teile geschnitten werden könnte und jedes einzelne schwimmen würde. Die Titanic war so konstruiert, dass sie im Schadensfall als riesiges Rettungsboot diente. Vier Abteile, oder so viele wie beschädigt waren, konnten geschlossen und die Passagiere so rechtzeitig gerettet werden. Doch Historikern zufolge hatte das Schiff einen kleinen Konstruktionsfehler. Die Titanic war ein über 240 Meter langes Schiff, das von Stahlwänden, sogenannten Schotten, geteilt wurde. Sie verschlossen 16 wasserdichte Abteile. Das waren fast doppelt so viele wie in einem normalen Schiff. Falls Sie einmal in einem U-Boot waren, haben Sie sich durch eine Tür geduckt, die geschlossen werden kann. Das ist ein Schott. Ähnliche Schotten gab es auf der Titanic. Schotten dienen zwei Zwecken: durch ein Leck eindringendes Wasser aufzufangen und den Schiffsrumpf zu verstärken. Es war so konstruiert, dass die Türen auf beiden Seiten des leckgeschlagenen Abteils geschlossen werden konnten und sich nur dieses Abteil mit Wasser füllen würde. Bei einem Leck an einer Schottwand würden schlimmstenfalls zwei wasserdichte Abteile vorlaufen. Die Titanic würde nicht untergehen, wenn eins der ersten vier wasserdichten Abteile oder sogar alle vier beschädigt wären. Aber es gab eine Schwachstelle in der Konstruktion. Die wasserdichten Schotten reichten nicht hoch genug und wurden nicht von einem wasserdichten Deck abgeschlossen. Das hätte die Bewegungsfreiheit der Crew und der Passagiere eingeschränkt und das Laden der Fracht behindert. Sie wollten das Design und das Erlebnis für die Passagiere nicht ruinieren, indem sie Schottwände bis zum Deck zogen. Das bedeutete, wenn ein Abteil überflutet wurde und das Wasser höher stieg als die Schottwand, konnte es ins Nachbarabteil fließen. In der Nacht des 14. April 1912 wurden die Schotten auf die Probe gestellt. Die Titanic schrammte mit der rechten Seite am Eisberg entlang und das Wasser drang in die vorderen Abteile ein. Die wasserdichten Türen wurden geschlossen, aber das Wasser floss in Teile, die über den Schotten lagen. Die Squashfelder, der Postraum und die Kesselräume füllten sich mit Wasser. Das Wasser strömte von der Seite ein. Thomas Andrews, der Konstrukteur, stieg hinunter und sah die Wassermassen. Andrews kannte die Titanic in- und auswendig und konnte einschätzen, wie viel Wasser eingedrungen war. Er berechnete anhand der Wasserdurchflussrate, wie lange es dauern würde, die vier Schotten zu füllen. Er stellte fest, dass Wasser ins fünfte Abteil eingedrungen war und die Pumpen es nicht bewältigen konnten. So kam er zu dem Schluss, dass das Schiff untergehen würde. Überlebenden zufolge informierte Andrews 45 Minuten nach der Kollision den Kapitän, dass die ersten fünf Abteile geflutet waren. Der Kapitän und der Konstrukteur gingen in den Maschinenraum und besprachen mit dem leitenden Ingenieur, was man noch tun konnte. Das Gewicht des Wassers, das in die beschädigten vorderen Abteile der Titanic eingedrungen war, zog den Bug nach unten. Da die Schotten oben nicht wasserdicht verschlossen werden konnten, floss das Wasser in die nächsten Abteile, wie in einer Eiswürfelform. Das Gewicht des Wassers zog den Bug nach unten und das Schiff neigte sich. Die Passagiere spürten es und mit steigendem Gewicht wurde der Winkel immer größer. Der schwerste Teil des Schiffs waren die zwei Heckmotoren. Das Schiff hatte also großes Gewicht am Heck, aber aufgrund des Wassers auch am Bug. Es kam zu einem Problem mit Gewicht und Verdrängung, und irgendwann konnte das Schiff dem nicht mehr standhalten.